Auf meiner vierten Sommerholiday-Tour besuchte ich die Tennisabteilung des SV Miesenbach mit dem Motto Sport, Spiel und Spaß. Während die Kinder eine Wanderung durch den Wald machten, hatte ich die Gelegenheit, mich mit einem der Betreuer zu unterhalten. Also mein Name ist Sedelmeier Thomas. Vor ein paar Jahren habe ich einen Trainerschein gemacht. Und meine Aufgabe ist hier, die Jugend bzw. die Erwachsenen des Tennis näher zu bringen. Momentan haben wir Jugendprogramm hier, Ferienprogramm. Zweite Woche Sommerferien ist das. Da fangen wir montags morgens um 10 Uhr an und hören mittags um 16 Uhr auf. Das heißt, um kurz vor 8 werden die Kinder gebracht und kurz nach 4 werden die Kinder abgeholt. Und das geht von montags bis freitags. Am freitags nachmittags, da machen wir noch ein bisschen Manöverkritik. Da möchte ich von jedem Kind wissen, ob es gepasst hat, was nicht gepasst hat, um uns nächstes Jahr eventuell zu verbessern. Weil nur aus Fehlern kann ich lernen. Und deshalb mache ich das schon ein paar Jahre und es macht auch Spaß. Mittendrin statt nur dabei, trotz über 30 Grad Hitze ließen sich die Jungs und Mädels nicht davon abschrecken, Tennis zu spielen. Da kam das Mittagessen genau richtig. Was gab's denn so alles für die Kinder? Also wir bieten den Kindern fast alles. Das geht los mit Süßigkeiten, gesundes Frühstück, das heißt mit Obst, viel Gemüse. Mittags gibt es Hühnchen, Pommes, Hamburger haben wir, Reis haben wir zu bieten, Würstchen natürlich. Ja, und das macht das Jugendbüro. Das heißt, dann wird ein bestimmter Betrag X wird ans Jugendbüro überwiesen. Das Jugendbüro kümmert sich dann um Essen und Getränke. Falls noch was fehlen sollte, das machen wir dann hier vom Verein. Dafür haben wir ein kleines Budget und das machen wir auch gern. Die Kleinen wollen natürlich reichlich unterhalten werden. Wer ist denn von den Betreuern überhaupt alles mit dabei? Vom Jugendbüro sind 3 Betreuer da. Von uns Erwachsenen hier vom Club sind wir insgesamt zu 4. Erstens bin ich da, dann ist die Doris Eberts ist da, die Simone Eberts, die Tochter und der Jörn Steinhäuser. Uiuiui, da wird wohl einer sehr müde. Na dann nichts wie auf dem Platz, um wieder wach zu werden. Wie wichtig ist dir, Thomas, die gemeinsame Zeit mit Kindern? Das steht für mich sehr hoch, weil erstens opfere ich viel Freizeit und wenn ich das nicht machen würde, da wird mir was fehlen. Ich brauche die Kinder, weil Kinder halten mich jung und es vor allen Dingen mir macht Spaß, den Kindern was beizubringen. Bisher war es so, aus jedem Jugendferienprogramm habe ich immer 2, 3 Kinder mitgenommen in den Club. Die kamen dann, blieben auch hier und wie gesagt, es macht mir Spaß, unheimlich viel Spaß. Und heute hat man ja auch gesehen, sehr viele Kinder, die wollten gar nicht nach Hause. Die wären am liebsten noch hier geblieben. Danke, liebe Doris und lieber Thomas. Es war sehr unterhaltsam bei euch. Und nun weiß ich auch mal, wie ein Tennisschläger gehalten werden muss. Dein Abschlusswort, Thomas. Ich lade jeden ein, hier zum SV Miesenbach zu kommen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis hier. Wir sind eine große Familie, egal ob klein oder groß. Wir sind alle per Du. Und da ist egal, ob wir Deutsche sind oder Ausländer, wir sind alle per Du. Ich grüße eigentlich jeden und hoffe, dass viele Leute kommen. In der 5. Ausgabe geht es dann zum Basketballcamp. Freut euch!